das war nur noch ein Schuss, Mann! Kapitel 5, Katakomben. Oh, sind das kleine Orkos? Kennt jemand noch Orko? Von He-Man? Dennis spielt ja nur, weil er da öfters am Ragen ist. Ja, ich suche ja wirklich gezielt Spiele, wo man ragen kann. Weil ich ja weiß, dass ihr das sowieso gerne seht, dass ich mich aufrege. Aber es liegt auch daran, dass ich halt diesen Style von dem Spiel finde ich ja mega geil. Weil das halt wie Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins ist. Ich habe die Spiele ja alle gern gespielt. Auch wenn ich da rumgeschrien habe wie ein Blöden. Die haben mir ja trotzdem Spaß gemacht. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas spiele, was mir keinen Spaß macht. Mir macht's halt Spaß, rumzuschreien. Ach ja, ist klar. Oh nein, und das Essen liegt genau vor meiner Nase, Mann. Ah, keine Sichel mehr. Keine Fee mehr. Ah. 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 Deinen Nachbarn macht es bestimmt auch Spaß, wenn sie dich schreien hört. Ich glaube eher weniger. Warum habe ich mir eigentlich so den Arsch aufgerissen für das Essen? Ich brauche das ja im Moment gar nicht. Ah, schnell durch. Nein, das war so unbedacht von mir. Gehe ich jetzt hier runter? Mir doch egal. Guck, das sind sogar zwei Kisten. Ah, aber eine Sackgasse, scheiße. Nehme ich dann auch mit. Oh, ich wusste es! Ich wusste es in dem Moment, wo ich versucht... Ach,
Ich wollte mich gar nicht festhalten an der Scheißkette. Oh, jetzt habe ich sogar zweimal Energie verloren. Scheiße, ey. Ist doch nicht wahr. Oh nein! Nein! Mann, du! Ach, das war dumm! Das war jetzt echt dumm von mir! Boah, was war das denn für ein Stunt? Ich bin traurig, weil du verloren hast. Brauchst deswegen nicht traurig sein. Alles gut. Ist nur ein Spiel. Warum? Ey, der hat die ganze Zeit die Fresse da rumgehalten. Der hat nichts gespuckt. Ja, warum spuckt der dann auf einmal? Ihr habt das alle gesehen. Ihr seid alle meine Zeugen. Ach, das war auch wieder so eine dumme Aktion. Ich hätte gar nicht hier hingemusst. Das sind mir mal die schönsten Stellen, wo du hinlatscht, obwohl du gar nicht hin musst. Ja, der fängt erst an zu spucken, wenn ich da vorbei bin. Und los. Wollt ihr nicht noch mehr explodierende Objekte hier reinpacken? Oh! Oh! Ach so, dafür brauchte ich den Schlüssel. Ah, clever. Erinnert mich auch an Gianna Sisters.
What the? Oh. Nein, da trifft mich der Knochen genau am Kopf, Mann. Komm, jawoll! Boah! Im neuen Arcade-Update kann man ja die Story von allen Street Fighter-Teilen durchspielen. Ui, das ist nicht schlecht. Weil eine Story hat ja eigentlich gefehlt bei Street Fighter 5, ne? Eine richtige. Von allen Seiten. Ja, der Boss war echt easy. Alles klar. Einfach mal durchstratzen, ne? Kann man ja machen. Oh. Oh nein, Dreierdolche. Im Endeffekt kein... Oh. Ich muss weg. Einen zweiten V-Trigger? Ich habe noch nicht meinen ersten V-Trigger benutzt bei dem Spiel. Ich habe Street Fighter 5 ehrlich gesagt nicht so oft gespielt.
Oh nein! Aber ich fand das nicht so dolle. Außerdem hat sich das kein anderer geholt von meinen Kumpels hier. Na, deswegen war natürlich die Motivation, das zu spielen, etwas gering. Oh nein! Ah, scheiße. Alter, du bist gerade im ersten Durchlauf zum Boss gekommen. Wie zum Boss. Ein Schuss, Mann! Ja, zur Raupe ist er. Ach so. Ja, okay. Komm! Jawoll! Oh. Oh, doch noch nicht Ende. Doch noch nicht Ende. Ach. Scheiße. Scheiß Geister in den Kisten. Du kannst also hierher, um für Gott und Kastilien in die Schlacht zu ziehen. Ja, kann man so sagen. Einst war ich der König von Kastilien. Doch zieh mich jetzt nur an. Zieh her, wie Gott seinen treuen Diener entlohnt. Oh. Instant tot, Mann. Instant. Jetzt soll ich mir das ganze Gequatsche wieder anhören, ne? Kommt bestimmt wieder. Nur weiter voran mit deiner Mission. Bring diejenigen ihren Frieden, die eigentlich im Tode ruhen sollten. Einfach mal Rechtschreibfehler im Text, ja. Für diejenigen, die deren Spuren ich in deren Spuren ich wandle. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.